Buch Samuel lesen wir von den großen Siegen, die David errungen hat. Wir lesen davon, wie er fette Beute bekommen hat und wie Gott mit ihm war. Wir lesen auch davon, dass er siegreich war, aber sofort die nächste Attacke folgte. Vielleicht kennst du das auch. Du hast eben noch einen großen Sieg gehabt. Du hast etwas überwunden. Du wusstest, Gott hat mich da durchgebracht. Gott ist an meiner Seite. Er hat mir geholfen. Er hat mir Sieg gegeben. Und du hast vielleicht sogar noch etwas dazu gewonnen. Du hast Beute gemacht in irgendeiner Sache. Du fühlst dich so richtig siegreich und gut. Doch plötzlich, kurz danach, kommt die nächste Attacke des Feindes. Und so war es bei David auch. Als David siegreich da steht, lesen wir, als Saul sah, wie er dem Philister entgegenging. Und mit diesem, als Saul sah, ist gemeint, Saul nahm auf einmal David ganz anders wahr. David war auf einmal nicht irgendjemand, sondern David war der David. Und es kam für Saul eigentlich noch schlechter, denn als sie im Siegeszug nach Hause kommen, beginnen die Frauen zu singen und zu tanzen und sie reden davon, dass Saul 1000 erschlagen hat, David aber 10.000. Und das setzte Saul zu. Und es heißt, da ergrimmte Saul sehr und diese Sache war in seinen Augen böse und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. In Sauls Herzen flammten auf einmal Missgunst, Eifersucht und Neid auf. Der hatte so viel bekommen und er selber sah sich als minderwertig, als nicht gleichwertig, als benachteiligt. Und nur noch dieses war in seinen Gedanken. Nur noch der Neid, dass er nicht auf der gleichen Position genannt wurde von den Frauen, die darüber gesungen hatten, das beschäftigte ihn. Neid und Eifersucht sind böse Wurzeln. Und sie tragen einen Samen in sich und das ist der Samen von Tod und Verderben. Und darüber lesen wir kurz danach, dass Jonathan, der Sohn von Saul, sagt, David, mein Vater Saul sucht dich zu töten. Und genauso war es. Saul versuchte, David auszuschalten, ihn schlecht zu machen, ihn irgendwie zu verfolgen, um ihn wirklich letztendlich zu töten. Das sind die Wurzeln von Neid und Eifersucht. Nur noch das hatte Raum in Sauls Gedanken. Egal, was er tat, immer gab es da David, der anscheinend besser war als er. Und er fühlte sich immer in der unterlegenen Position und versuchte immer, David schlechter dastehen zu lassen oder jedenfalls es so haben zu wollen, dass David nicht gut dabei rauskam. In der Bibel wird Neid und Eifersucht als Werke des Fleisches beschrieben. Werke des Fleisches, die nicht zu uns gehören sollen. Wir sollen Neid und Eifersucht und Unreinheit und Bosheit, alle diese Dinge, die in Galater 5, Vers 20 aufgezählt sind, die sollen wir ablegen. Und wir sollen uns ausstrecken nach den Werken des Geistes. Dieses Ablegen ist ein Vorgang, der eigentlich ganz, ganz einfach ist. Und wenn du jetzt merkst, dass in deinem Leben Eifersucht auf eine Person ist, dass da jemand ist, wo du immer drauf schaust und immer das Gefühl hast, die oder der steht viel besser da als ich, der oder die hat viel mehr bekommen als ich, die oder der sind viel intelligenter als ich, ich bekomme ja nie was, ich bin immer klein, schwach und unbedeutend, dann ist das eine Wurzel von Neid und Eifersucht in deinem Herzen und du kannst sie jetzt ablegen.
Du kannst jetzt zu Gott gehen und sagen, Herr, vergib mir. Ich möchte mich trennen von diesen Gedanken und von diesen Ansichten, die von mir Raum ergriffen haben. Ich will sie ablegen, ich will sie bekennen, ich will frei sein davon. Ich will das nicht mit mir rumtragen. Ich will nicht immer auf den anderen schauen und denken, wie gut ist er und wie schlecht bin ich. Sondern ich will frei sein, ich will in den Werken des Geistes laufen. Ich will in dem laufen, was du mir gegeben hast. Und ich will dankbar sein für das, was du mir gegeben hast. Und ich will, dass du mich stark machst in dem, was du mir gegeben hast. Die Werke des Fleisches sind das, was wir ablegen müssen. Und die Werke des Geistes werden unser Leben nach oben bringen. Sie werden unser Leben bereichern. Sie werden uns segnen, erfrischen und weiterbringen. Streck dich nach den Werken des Geistes aus. Gott hat mehr für dich.